Tag Leute, es geht weiter mit The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Ja, im letzten Part wurde unsere Schwester Ariel entführt. Ja, bedauerlicherweise, als wir versucht haben, diesen Captain da vom Schiff zu retten. Ja, ein weiblicher Captain. Nun möchte ich eigentlich die Sidequest erfüllen und die Schweine in das Gehege bringen. Boah, ich meine, das wird zwar kein 100% Let's Play, aber... Nein, wie geht denn das? Oh, das wird schwer. Aber ich meine, ein paar Sidequests dürfen wir doch wohl machen, ne? Ja, das... Ach, warte. Ich kriech... Lass... Warte, wie ging das nochmal? Kann ich nicht mehr kriechen? Wie kann man denn nochmal kriechen? Ich meine, das ging mit ZR und jetzt ist das unser Schild. Kann ich den Schild vielleicht... weg ausrüsten oder so, damit das geht? Geht das irgendwie? Ich guck mal kurz. Nee, anscheinend nicht. Das ist merkwürdig. Oder kann ich hier irgendwie... Nein, kann ich nicht. Ja gut, dann lassen wir das erstmal. Ich glaube, so kann man... Man kann sich irgendwie an die Rand schleichen oder so. Vermute ich jedenfalls. So, auf jeden Fall... Sollten wir doch mal abfahren, ne? Wäre doch eigentlich angebracht, ne? Na, der Schild hat sich ja auch schon bessere Tage gesehen. Na, nochmal von vorne, ja. Na, der Schild hat aber auch schon bessere Tage gesehen, was? Ob er wohl noch zu gebrauchen ist? Naja, er wird schon seinen Zweck erfüllen, ne? Also dann, stechen wir in See. Bist du bereit? Ja, ich bin allseits bereit, klar. Auf geht's, ich kann's kaum erwarten, ey. Dürfen wir das Schiff eigentlich auch steuern? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist ja eigentlich nur der kleine Knirps, der mal mit will. Und so ein großes Piratenschiff ist vielleicht noch eine Nummer zu groß für uns. Naja, ob man Piraten trauen soll, ich weiß es nicht. Wir werden es erfahren. Auf jeden Fall machen die eigentlich einen ganz netten Eindruck. Ja, und... Ja, alle, die uns lieb haben und so und die uns verabschieden wollen, stehen da, außer unsere Oma. Rette deine Schwester Ariel! Und pass gut auf dich auf! Yay. Yeah. Aber wieso steht unsere Oma da nicht? Oder? Kommt jetzt noch was? Oma? Da ist sie. Ja. An ihrer Stelle wäre ich wahrscheinlich auch nicht so gut gelaunt. Ja. Auf Wiedersehen. Winkt sie vielleicht auch nochmal? Bist du auch irgendwann fertig mit dem Winken? Wenn ich dich so sehe, frage ich mich, ob es nicht vielleicht das Beste wäre, du würdest dir die ganze Sache nochmal überlegen und von Bord gehen. Glaub mir, bald bist du völlig fertig mit den Nerven und von Heimweh zerfressen. Sei vernünftig, überleg es dir nochmal. Noch ist es nicht zu spät, um zur Insel zurückzukehren. Ey, hat die noch alle Tassen im Schrank? Ich glaube, die unterschätzt uns gewaltig. Ja, komm, das passt schon. Ja. Ah, cool. Jetzt können wir uns auf dem Schiff bewegen. Geile Sache. Okay. Ja. Ist jetzt die Frage, wo sollen wir hin? So, vielleicht können wir hier irgendwo vielleicht hochklettern an den Mast? Ja, können wir. Geil. Das wollte ich schon immer mal machen. Ja. Zack, 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 zack. Boah, da oben ist das bestimmt so übelst geil, ne? Kann ich mir jedenfalls so vorstellen. Ja, und noch auf so einem schönen, wackeligen Schiff, ne? Es hat schon was. Boah. Hey, können wir auch unser Ding verwenden? So. So. Ja gut. Ist anscheinend noch nichts in Sicht, ne? Nee, das wird wahrscheinlich noch dauern, bis wir ankommen. Ach, Kleiner, du störst. Sofort wieder runter mit dir. Ja, ja. Ist ja nicht so, als wäre nicht genug Platz oder so. Nein. Dieser kleine Furz da... der sich hier total cool fühlt, der beansprucht das ganze Deck da oben oder wie auch immer man das nennen will. Zack. Nein, runter. Das hier scheint so ein kleiner Streber zu sein. Mit einer Nerdbrille. Mann, du bist echt ein Glücksfall für Nico. Ganz unten in der Mannschaftsrangliste hat man es schon ziemlich schwer. Ja, ja. Nico scheint regelrecht begeistert, dass er jetzt nicht mehr das letzte Glied in der Kette ist. Als dein Obermatrose wird er es dir bestimmt nicht leicht machen, genau. Aber wenn du eine gute Miene zum bösen Spiel machst, wird es schon nicht so schlimm werden, genau. Okay. Verstehe ich nicht ganz, was er meint, aber gut.
Und wer ist dieser Nico? Der scheint wohl irgendwie der Versager des Schiffes zu sein. Wow. Das ist ja geräumiger, als ich dachte. Schöne Musik. Und wir können ein Fass werfen. Sollen wir den mal... Bam! Nicht so forsch. Das hier ist Captain Tetras Kajüte. Das geht doch nicht. Selbst wir dürfen nur alle Jubeljahre mal rein. Das ist ja wohl klar, dass Fremde überhaupt keinen Zutritt haben. Tja, so ist das halt. Aber wir kriegen Rubin. Warum auch immer ich nicht an den rankomme. Es geht nicht. Okay, schon der erste Bug, ne? Geht ja mal gar nicht. Anpressen. Was? Ach so. Schleichen, ja. Ich glaube, ich habe auch mal in dem Trailer irgendwas gesehen, wo man sich umherschleichen musste. Darauf freue ich mich auch schon. Hier scheint es weiterzugehen. Hey, naja, ich bin ab heute dein Obermatrose, kapiert? Okay, das scheint wohl Nico zu sein. Also hör auf, was Nico dir sagt und wir... Hör auf das, was Nico dir sagt und wir werden uns bestens verstehen. So, ich kann ihn gerade nicht lesen. Also als erstes machen wir mal den Aufnahmetest, wie sich das für einen neuen gehört, ne? Kapiert? Also sieh mir genau zu, wie ich es mache und schau dir tüchtig was ab, kapiert? Ich wette, der fehlt. Ich meine, wenn alle meinen, der ist ein Versager und ja... Er kann anscheinend nichts, dann wird das schon mal nicht gut gehen. Zuerst betätigst du den Schalter hier. Stell dich einfach davor und bewege das L-Ding, um auf den Schalter zu steigen. Kapiert? Also ich denke, das kriege ich noch hin. Das kriegt er selbst eher hin. Die Plattformen fahren dann von unten rauf und du musst auf sie drauf springen. Komm schon, du schaffst es nicht, du schaffst es nicht. Hachi! Dann musst du auf die Plattform vor dir springen, aber die ist ein bisschen weit weg, ne? So weit springen ist leider nicht drin. Da gibt's natürlich einen Trick. Ja, ich wette, man muss an das Seil springen. Ich wette, ja. Wenn du an das Seil springst, kannst du an ihm festhalten. Mit Hilfe von L kannst du schwingen und wenn du loslässt, bla bla, dann wird das schon was. Na, hast du kapiert, ne? Dann zeig mal, was du drauf hast, ne? Muss da hinten bis zum Arm, ne? Ja, die Plattformen bleiben leider nicht ewig oben, also beeil dich mal, ne? Gib Gummi. Er hat's doch geschafft. Okay, ich habe ihn unterschätzt. Allerdings ist es wahrscheinlich auch nicht die schwerste Kunst. Also bis du es hier schaffst, brauchst du noch mindestens ein Jahr Übung. Naja, wenn du es schneller schaffst, sollte ich dich wohl loben. Also häng dich rein. Okay, da haben wir es ja schon. Er musste ein Jahr üben. Okay, ach so, für mich ist diese Seite hier. Zack. Oh. Die Dinger waren ja schon oben. Kleiner Fehl. Zack. Zack. Hui. Jupp. Okay. Richtig gut zielen kann man damit nicht, aber... Okay. Man muss wohl an... Boah, das war knapp. Man muss wohl alle... Nein! Man muss wohl alle Lianen ausnutzen. Also wirklich, ey, du bist ja noch schlechter als ich. Aber boah. Wenn du an einem Seil hängst, kannst du mit Hilfe von L die Richtung ändern, ja. Verwende Zettel, um anzuhalten. Mit Hilfe von L kannst du das Seil rauf und runter klettern, kapiert? Ja, okay. Wenn er uns solche Tipps vorenthält, dann kann das ja auch nichts werden, ne? Dann kann es ja nichts werden. Jetzt vergeht aber weiter Zeit, ne? Vielleicht sollte ich nochmal von vorne anfangen. Ich weiß nicht. Boah. Das ist hier gar nicht so einfach. Zack. Das müsste aber reichen. Also ich mache ja nichts groß Besonderes, aber... Zack. Und los! Zack. Ja, ja, ja. Mhm. So, und... Badaboom! Ja, komm, das schaffen wir. Und einmal hier rüber. Tja, was sagst du jetzt? Was? Du hast es so schnell geschafft? Cheater. Ich habe dich wohl unterschätzt, ja, meinte ich ja auch schon. Aus dir wird vielleicht doch mal ein ganz guter Matrose. Vielleicht sogar so gut wie ich, wenn es hochkommt, ne? Versteht sich. Ja, ob ich ihnen das wohl einfach so geben kann, ne? Ich weiß ja nicht. Aber komm, das passt schon. Also, die Schatzkiste hier drüben, da drüben ist für dich. Kleine Anmerkung von diesem Obermatrosen Nico sozusagen. Anerkennung natürlich. Nimm dir den Schatz besser schnell, bevor noch die anderen kommen. Das machen wir mal. Okay, der Nico ist, glaube ich, doch gar nicht so übel, wie ich dachte, ne? Ja. Ich will jetzt noch nicht sagen, netter Geselle, aber auf jeden Fall, ja, erkennt er unseren Skill an. Zack. Ja,
gerne mal was kaputt machen. Das gehört sich anscheinend so. Und jetzt mal so eine richtig große Truhe anscheinend. Okay. Du hast die Beutetasche gefunden. Eine praktische Tasche, in der du hauptsächlich im Kampf eroberte Items verstauen kannst. Von diesen Items gibt es insgesamt 8 Arten. Wenn du den Inhalt der Tasche ansehen willst, wähle sie auf die Knöpfe und so. Hey Aaron! Wir sind bei der verwunschenen Bastion angekommen. Komm sofort rauf! Geht schon. Okay. Und zack, das... Wieso kommt da jetzt so ein Feld? Ich dachte, ich muss das, kann das ausrüsten, ne? Boah, das müsstet ihr sehen, ne? Es ist schade, dass ihr nicht sehen könnt. Ich kann da aber anscheinend nichts mitmachen. Ne, ich glaube nicht. Also, wenn ihr mehr wisst, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Da taucht so ein komisches Feld auf, ne? Ich kann das jetzt auch nicht erklären oder so. Aber wie dem auch sei. Ich werde es schon herausfinden. Da ploppt dann irgendwie so ein Viereck auf und ich weiß nicht, was ich damit machen kann. Oder ist das schon von Anfang an ausgerüstet? Aber der meinte doch auch, dass man das auf die Knöpfe legen soll. Warte mal, kann ich hier vielleicht... Ja, genau. Ich hab's doch geahnt. Okay. Knall gegen die Treppe, alles klar. Dun, 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 dun. Boah, das ist aber ein schnelles Schiff, ne? Okay, in einer Nacht. Hey Aaron, hier bin ich. Okay, jetzt dürfen wir anscheinend oben drauf. Dieser miese Peter da ist weg. Boah, sieht auch so schön aus, ne? Dieser Sternenhimmel ist ja unglaublich. Und auch so still in der Nacht. Was treibst du bloß so lang mit Nico? Naja, der hat so seine Spielchen, ne? Ihr werdet doch nicht irgendetwas um einen Schatz oder so gewettet haben, oder? Wie auch immer. Sieh mal. Das ist die verwunschene Bastion. Oh, ist das schon, wo wir unentdeckt bleiben müssen? Ich glaube schon. Früher war das hier nur der Unterschlupf einer Bande feindlicher Piraten. Aber jetzt scheint es da ja wirklich gefährlich geworden zu sein. Oh oh, sieh mal da. Ja, das ist der Vogel. Aber ist unsere Schwester auch da? Sieh mal da drüben, das Fenster da. Hat das was zu bedeuten? Kommen dir die Möwen irgendwie bekannt vor? Ich vermute mal stark, dass sie da oben deine Schwester gefangen halten. Ach, folgen der Schwester die Möwen oder was? Die Bewachung scheint aber ziemlich streng zu sein. Die finden uns, noch bevor wir überhaupt einen Fuß an Land setzen. Wie stellen wir das wohl am schlauesten an? Ja, wir müssen ein kleines Schleichspiel machen oder so. Ja, die hat anscheinend die Idee. Oh nein. Die wollen... Ernsthaft? Ich dachte, wir fahren da mit einem kleinen Schiff rüber. Nun, mach doch nicht so einen Aufstand. Ein paar Opfer muss man bei solchen Unternehmungen eben bringen. So ist denn das halt. Außerdem ist die Sache völlig ungefährlich. Wir machen das schließlich ständig. Also, ist alles bereit? Lass ihn ordentlich durch die Luft sausen. Ich will einen Flug nach Vorschrift sehen. 3, 2, 1. Oh oh. Hui. Ja, auf Wiedersehen. Kann sein, dass sie uns loswerden wollen. Hab ich irgendwie so das leichte Gefühl. Okay, voll gegen die Wand. Und unser Schwert? Nein! Klatsch. Okay. Wenigstens ins Wasser, ne? Aber wir waren ja schon direkt neben dem Zimmer von unserer Schwester, wie es scheint. Also wenn wir mal da lieber nicht durchgefallen. Die verwunschene Bastion. Wahrscheinlich spreche ich es total falsch aus und ihr wundert euch schon seit 2 Parts. Was labert denn der da? Was labert der Junge da? Okay, wir tropfen. Aber wir hinterlassen keine Fußspuren. Oh nein, dein Schwert! Tut mir leid, da haben wir wohl etwas daneben gezielt. Ha, du schaust aber auch dumm aus der Wäsche. Wer redet denn mit uns? Der Stein, den ich dir vorhin heimlich zugesteckt habe, das ist nicht einfach irgendein Stein, nee. Mit seiner Hilfe kann ich sehen, was du gerade so treibst, ne? Wie du siehst, können wir sogar kommunizieren. Also drücke den Knopf,
wenn dieser so aussieht wie dieses komische Dingsbums. Ich habe den Stein in dein Statusmenü getan, das du findest, wenn du im Itemmenü auswählst, okay? Aber du gibst es mir schön brav wieder, sobald du deine Schwester gerettet hast, ne? Also verlieh ihn bloß nicht. Dann mal los, frisch ans Werk, ne? Hau rein. Okay, ist das hier unten aufgetaucht? Wir haben eine Karte. Ah. Schön, schön. Ich glaube, wenn ich mit Wii U Pro Controller gespielt hätte, dann könntet ihr das auch sehen, aber... Nee, so nicht. Wow. Soll ich mir die Rubine holen? Wir sind nur ein Fass. Wow, ob das hinhaut, ich weiß ja nicht. Oh. Ich glaube, das war nicht die schlauste Idee. Aber scheint mit der... Oh. Es scheint zu klappen. Nein! Oder kennen die uns gar nicht? Auch wenn ich hier laufe, ich weiß es nicht. Nein, die haben uns erkannt. Ey, komm, aber das war doch jetzt nicht knapper als gerade. Und jetzt? Sind wir wieder am Anfang vielleicht? Nee, wir sind an einem anderen Ort, okay. Ich glaube, ich setze mir nochmal so ein Fass auf. Das scheint eine ganz gute Tarnung zu sein. Obwohl, vielleicht... Zack. Kommt das Ding nicht darunter? Okay, schade. Kann ich die Tür öffnen? Ey, was ist denn jetzt hier los? Ich kann doch hier nicht vergammeln. Ach! Geil! Ja, ein Schlupfloch. Boah, da kriegt man ja Platzangst, Junge. Wow, gut, dass Link nicht so fett ist oder so. Das würde ihm sonst zum Verhängnis werden. Zack. Und auf geht's. Und klatsch. Und klatsch. Okay. Scheint alles hinzuhauen. Jetzt kann ich natürlich kein Fass mitnehmen. Oder ist hier außen noch eins? Nee, anscheinend nicht. Ja, ist wahrscheinlich nicht die schlauste Idee, hier alles kaputt zu machen, aber... Ja. Vielleicht sind ja Rubine drin, ne? Ich meine, wer versteckt nicht Rubine in seinen Vasen? Mache ich zu Hause auch immer. Oh, hier haben wir gleich eine Truhe. Aber die können wir... Doch, die können wir öffnen. Ich dachte gerade, da wäre so ein Schloss dran. Und es ist die Labyrinthkarte. Okay, ist das ein Dungeon? Ist das hier ernsthaft ein Dungeon? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Zack. Scheint aber sehr komplex zu sein, dieser Aufbau hier. Zack. Nochmal öffnen. Boah, ich habe keinen Plan, wo es lang geht, Alter. Die Karte hilft mir auch nicht so sehr. Obwohl, da kann ich drauf zoomen. Okay. Ja, ist wie gesagt schade, dass ihr das nicht seht, aber... Wow, was ist los? Aaron, hör mir gut zu. Wenn du die Leiter raufkletterst, erwartet dich dort oben der Unhold, der diese Suchscheinwerfer bedient. Wenn du ihn bezwingst, hältst du ihn damit vielleicht von den Scheinwerfern an. Dummerweise bist du unbewaffnet. Außer deinem Schild kannst du nichts... hast du nichts, um dich ihm zu stellen. Also an deiner Stelle würde ich mit meinem Schild den Angriff deines Schurken abwehren. Wenn er seine Waffe verliert, diese schnell durch Drücken von A aufheben. Okay, dann mal sehen. Boah, ey, ist ja geil. Ohne Schwert. Episch. Mann, aber ich hätte es gerne vielleicht auch beim ersten Versuch geschafft, ne? Ne, also ich weiß jetzt gerade auch gar nicht, wo unsere Ausgangsposition ist. Komm, greif mich an. Greif mich an. Oh oh. Okay, still. Zack. Ich kann noch nichts machen außer Abwehr, ne? War richtig so. Hm? Oh oh. Na? Ja, komm, du darfst schon mein Schild treffen, ne? Sonst verliert er wahrscheinlich auch nicht sein Schwert oder so. Da! Aufheben! Bam! Ja, nochmal aufheben, bitte. Okay, es geht nur... Wieso duckt er denn sich jetzt? Ach, wahrscheinlich... Ah. Ist das ein Unterschied, wenn ich... Ach komm, ist jetzt egal. Wir besiegen den jetzt erstmal. Du sollst schon auf mein Schild hauen, sonst bringt das nichts. Ist es runtergefallen? Hat er es? Was macht denn der da? Können wir den runterschubsen oder so? Okay, das ist ein bisschen merkwürdig. Ist das vielleicht ein Spielfehler oder so? Der kann uns ja jetzt nicht wehtun, oder?
Kann ich hier was machen? Nein. Oder soll ich das Ding von unten holen? Ich geh mal hier runter. Ja, komm. Nehmen wir das mal. Die Frage ist, wie komme ich da jetzt wieder hoch? Geht's hier lang? Nee, anscheinend nicht. Boah, komisch, komisch, was uns hier passiert, ne? Ich denke, ich mache erstmal hier weiter. Das dürfte ja... Boah, der kann es nicht mit hochtragen. Das dürfte ja aber hier genau dasselbe Problem sein. Von daher... Oder wo ist denn hier jemand? Da sind Schwerter. Oder was auch immer das sein soll. Nicht zu laut, bitte. Aufheben, okay. Den machen wir jetzt aber sowas von fertig, ne? Zack. Oh! Was ist denn das für ein Scheißding? Bam! Okay, okay, alles klar. Heb das wieder auf, heb das wieder auf. Scheiße. Boah. Das ist der normale Modus, ey. Ich verkack total. Ach so, man muss A drücken. Oh, ich hab B gedrückt und dann wirft er es die ganze Zeit weg, oder wie? Okay. Ja, das darf ich eigentlich auch nicht machen. Sonst verliert er das Schwert. Oh, oh. Ja, komm, jetzt darfst du angreifen. So, ich heb's auf und schlagen. Ja, da steht ja auch A schlagen. Mein Gott, Aaron, was machst du denn da für einen Scheiß? So, jetzt ist er besiegt. Und die Dinger stoppen dann? Ja, muss ich nicht mehr hier dran verstellen? Puh, boah, ey, ich finde das jetzt schon übelst geil, ne? So, Leute, wenn ihr es auch übelst geil findet, dann, ja, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. So, wir sehen uns dann und ciao.